Hallihallo und mal wieder recht herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode, und das habe ich jetzt absichtlich falsch gesagt, so dass sich da ein Running Gag draus entwickelt, zu einer neuen Episode vom DAX-Tobi. Bevor wir mit der heutigen Folge und dem eigentlichen Thema dieses Videos loslegen, folgt mal wieder die übliche Bettelei nach Abonnenten, denn irgendwie muss ich ja zu Followern kommen. Bitte abonniert doch meinen Kanal, weil ihr dann immer auf dem Laufenden gehalten werdet, wie es mit diesem Projekt hier zum Beispiel weitergeht. Vielen Dank dafür. Ich freue mich natürlich über jedes Abo. An diesem Wochenende stand dann mal wieder das Herumspielen am Vergaser auf dem Programm, auf der Agenda sozusagen. Ich habe mich dieses Wochenende mal der Feineinstellung vom Vergaser angenommen. Eine alte Bauernregel besagt, man sollte den Vergaser an so einem Tag einstellen, an so einem Tag, an dem eben ein Wetter herrscht, bei dem man normalerweise auch fahren würde, um dann eben unter realen Betriebsbedingungen seinen Vergaser einzustellen. Ja, also wenn wir dann von dieser Situation her mal ausgehen oder uns nach dieser alten Bauernregel dann halten, dann waren die Bedingungen heute eher suboptimal, denn es herrschte heute eine recht stickige Atmosphäre. Also wir hatten 24 Grad draußen und es war so richtig drückend heiß. Ich hing damit zusammen, es war ein Gewitter im Anmarsch, das haben wir dann also dann zwar nicht gleich am Abend dann zu spüren gekriegt, aber in den frühen Morgenstunden, da hat es dann mal ordentlich zum Schütten angefangen. Ja, und unter diesen Voraussetzungen, da habe ich halt dann angefangen, den Vergaser einzustellen, ein bisschen dran herumzudrehen. Und bevor jetzt wieder irgendwo irgendwelche Kommentare auftauchen oder bevor irgendeiner so einen Kommentar abgibt, nach dem folgenden Muster, das ich jetzt dann hier mal kurz wiedergeben möchte, dem oder derjenigen möchte ich dann kurz zuvorkommen und dem dann gleich sozusagen den Wind aus den Segeln nehmen. Es hat so manchmal den Eindruck, also speziell jetzt hier zum Beispiel beim Vergaser einstellen, als hätte ich nicht so die großartige Ahnung. Ja, gut, also wer hat auch behauptet, dass ich in dieser Angelegenheit ein Experte wäre? Ich habe eben in einer von den vorherigen Folgen dann schon mal ganz bewusst betont, dass eben diese Erfahrung oder diese Expertise, diese vermeintliche Expertise, mal in Anführungszeichen gesetzt, eigentlich nur darauf beruht, aufgrund jahrelanger Erfahrung. Erfahrung ist die Summe gemachter Fehler und was man daraus gelernt hat. Und von daher möchte ich eben dann behaupten, aufgrund von jahrelange Erfahrung dann eben am Herumschrauben, an Vergasern und eben unter dem Hintergrund, dass ich irgendwie noch jedes Moped so einigermaßen zum Laufen gebracht habe oder sogar sehr gut zum Laufen gebracht habe, möchte ich also da in dieser Angelegenheit schon ein klein wenig betonen, ich habe ein bisschen Ahnung davon. Wenn auch nur ein bisschen, wie gesagt, ich bin kein Experte, möchte mich auch nicht Experte bezeichnen oder von irgendjemandem als Experte bezeichnet werden. Nee, da bin ich wirklich meilenweit davon entfernt. Zumal ich noch nicht mal ein gelernter Schrauber bin, sondern ich betone da auch immer wieder in dieser Angelegenheit, ich bin lediglich ein fortgeschrittener Murkser. Das mal nur so am Rande und der Vollständigkeit halber erwähnt, bevor dann hier wieder irgendwelche Schlauköpfe dann zum Schreiben anfangen. Nun gut, also wie gesagt, ich spielte dann heute da so einige Stunden, naja, Stunden ist ein bisschen übertrieben, eine knappe Stunde wieder an der Vergasereinstellung umeinander. Und habe dann zu guter Letzt eine Probefahrt durchgeführt, wieder mal auf dem heimischen Grundstück. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Als nächstes dann hier die Probefahrt. Bitteschön, Film ab. Nun gut, das war dann der Probelauf und die Probefahrt. Also ich finde, mein kleines Maschinchen, mein Minibike namens Hubert, läuft schon bedeutend besser als noch beim letzten Mal. Man sieht also auch dann eben so, gerade im niedrigen Drehzahlbereich, es wird sehr schön das Gas gehalten. Und es ist dann auch bei einer klitzekleinen Steigung, wie ich es eben dann hier bei mir auf dem Grundstück habe, trotzdem ist noch eine sehr schöne Beschleunigung dann auch unter Touareg zu vermerken.
Gefällt mir also alles in allem schon mal recht gut. Als nächstes wäre dann die Einstellung des oberen Drehzahlbereichs dann fällig. Das könnt ihr dann in einer der nächsten Folgen auf meinem Kanal sehen. Nun gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, euer DaxTobi.